Wir freuen uns, dass Sie heute hier sind. Viele Veranstaltungen fallen ja aus. Also viele haben Angst vor Corona. Tom Hanks ist infiziert. Ja. Wenn Sie das so hören, was denken Sie oder was wünschen Sie vielleicht auch Tom Hanks? Ich wünsche allen gute Besserung, die sowas haben, und wünsche allen, dass sie keinen Schaden nehmen. Und es ist wirklich eine schwierige Zeit. Allerdings bin ich niemand, der hysterisch ist, weil ich mag das nicht, das ist nicht gut für uns. Wir sollten vorsichtig sein, wir sollten uns vielleicht wirklich nicht mehr so überbordend begrüßen, wie das so mal irgendwie so eingerissen ist, dass man sich ja oft so umarmt, als hätte man sich 20 Jahre nicht gesehen. Das ist so ein bisschen Mode geworden und vielleicht ist man ein bisschen vorsichtiger. Ich habe immer mit vielen Menschen zu tun, mein Leben lang, mit ganz viel Publikum, glücklicherweise, mit Menschen, die mir auch gerne die Hand geben wollen, das mache ich auch. Aber ich habe mich schon immer desinfiziert. Ich habe in meinem Auto wirklich so eine richtige Flasche, wo man sich die Hände desinfiziert. Ich wasche mir die Hände oft. Ich passe einfach ein bisschen auf. Das würde ich allen empfehlen. Viel mehr kann ich gar nicht sagen. Also weil, was soll man anderes sagen als den Menschen, seid vorsichtig und lasst euch nicht verrückt machen. Ein gutes Wort. Dankeschön.